Hallo. Nein. Daniel. Wie ist dein Name? Untoter Rick? Untoter 1, 2, 3, 4 und 5. Ja, ich bin halb elf, halb Krake. Meine Mutter war Krake, mein Vater war elf. Danach. Das klingt komisch. Ja, das ist schön. Meine Freunde nennen mich Roberto. Roberto? Was ist gerade in Neverwinter los? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass Kelfen, elf Kraken. Kelf, du kannst. Kelf. Kelf, ja. Dass Kelfen, Kelf mittlerweile so einen hardcore-investigativen Journalismus betreiben und mich fragen, was in dieser Stadt mit diesen komischen Labyrinthen los ist. Hm. Aufruhr, Revolte und ich merke, dass du zu Unrecht in Vergessenheit geraten bist. Du gehörst in den ältesten Rat oder sind es der Rat mit den 8 Beinen? Wir sind 16. Entschuldige, natürlich. 16. Bitte um Verzeihung. Ja. 16 Beine müssen in den, ja. In den Rat. Du könntest dir etliche Beine führen. Auf die Knie. Okay, hack ihn ab. Hack ihn ab, los geht's. Dieser Forge, über den sprechen wir alle in den höchsten Tönen. Mhm. Aber er hat auch eine Partnerin, eine Red Witch, also eine rote Zauberin. Wer ist sie? Was kann sie? Warum braucht er die? Ich weiß es nicht, aber wenn ich kurz was in Ansätzen Seriöses oder zumindest Ehrliches sagen darf, ich war sehr beeindruckt von ihr. Sehr beeindruckt, weil das war so eine gelungene Mischung aus. Wow, die ist ja doch so böse, aber eigentlich ist sie so schön, aber sie ist schön und böse. Oh, die ist vielleicht doch böser, als sie schön ist. Nein, sie ist sehr schön. Oh, Moment, sie hat gerade was sehr, sehr Böses. Also ich bin ein großer Fan von der Bösen. Hm, also so ungefähr die Reaktion, die man hat, wenn man mich sieht. Nur, jetzt muss ich doch mal fragen, sie ist ja eine Frau. Ja. Du bist wo angesiedelt? Ich auch. Dann danke ich für Roberta, die Roberta, meinte ich natürlich am Anfang. Ach so. Roberta. Die Aussprache eines Elfkrakens manchmal klingt wie Roberto. A und O sind... Roberta, ja, Roberta. Sind sehr ähnlich. Roberta, ja. Wir sind Diebe, aber wir halfen der falschen Person, die falsche Sache zu stehlen und haben so das größte Übel entfesselt, das die Welt je gesehen hat. Die roten Magier erschufen eine Armee der Untoten. Du bist ja... Sprichst es einfach mal an. Ja. Untot. Ja. Also tot, aber dann wieder... Untot. Ja. Gibt es da Regeln, wie man mit Untoten spricht? Das wollen unsere Leser wissen. Die Regeln sind, glaube ich, A, sie nicht zu sehr zu erschrecken und B, möchte man dann natürlich, wie soll ich sagen, die Reise so abschließen, dass sie das Gespräch so abschließen, dass sie die Reise ungestört fortsetzen können. Also man muss es auch zu Ende bringen dann, damit sie, weil sonst sind sie so in der Zwischenwelt gefangen. Das ist schmerzhaft, glaube ich. Du triffst auf unsere Helden, auf den wunderbaren Xenk, auf Durick, auf Simon Aumar, dem großen Zauberer. Und da ist noch einer, der heißt Edgin, der Bade. Was kann der? Nun, ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe den Edgin schon mal außerhalb dieser Welt gesehen. In einer ganz anderen Welt. Da war er, wie soll ich sagen, der Kapitän eines Raumschiffes, der mich zutiefst beeindruckt hat. Und deswegen habe ich keine weiteren Fragen gestellt, weil ich mir dachte, der Mann, der kann auch ein Raumschiff fliegen. Klingt wundervoll, ganz im Gegenteil. Ich weiß, ich meinte das auch ironisch. Ich halte Ironie für eine Klinge, die meist denjenigen trifft, der sie führt. So richtig witzig bist du nicht, hä? Warum haben eigentlich alle, wirklich alle, mit denen ich rede, Angst vor Tentakeln? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht erschrocken, sondern mich gefreut. Aber ich finde, die Form und der Verlauf deiner Ohren sind sehr friedlich und versöhnlich. Deswegen erschrickt man nicht. Und du hast bunte Tentakel, die sich zum Glück, wie soll ich sagen, zwar bewegen, aber nicht alle gleichzeitig. Genau. Vielleicht ist es diese simultane Bewegung, macht einen nervös. Aber so hat man das Gefühl, man kann sich mit jeder von ihnen antworten. Man kann sich auf eine Tentakel konzentrieren. Ich freue mich, wie du siehst. Ja, ich sehe das schön. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, wie man merkt. Alle reden ja immer über die brauchbaren Zauber, die es so gibt. Welcher, denkst du denn, ist der unbrauchbarste? Der unbrauchbarste? Zauber jetzt aus dem Film oder insgesamt? Insgesamt. Was ist so dein Bauchgefühl als Untoter? Mein Bauchgefühl als Untoter? Welcher ist der Zauber, den ich damals irgendwie... Ich würde sagen... Wer verwandelt denn schon Wasser in Wein? Ja, total unbrauchbar. Alkoholiker.
Als Untoter vor allen Dingen. Als Untoter. Hm. Ich meine, nicht. Wenn Auferstehung eine Option ist, dann sollte man noch gleich beim Bein bleiben. Genau, eben. Stimmt. Genau, dann kann man eigentlich auch straight durch. Oder wie ich, Tentakel wieder nach oder Leber nach. Ja vorne. Kann man damit trinken? Ja, natürlich. Also ich denke vor allem damit. Ich habe alles verloren, was mir hier etwas bedeutet hat. Und wenn wir jetzt aufgehen, war alles umsonst. Ich will nicht sehen, wie du drauf gehst. Und genau deshalb verlasse ich jetzt den Raum. Ich habe mich vom Baden inspirieren lassen und einen Song für uns geschrieben. Nein. Doch, es ist wieder an der Zeit. Es ist die Melodie aus Hänschenklein, was es ja in unserem Land nicht mehr gibt. Aber ich werde dir helfen beim Singen. Gronkilein ging allein in den Drachenkerker rein. Axt und Wut steht ihm gut, hat auch Lust auf Blut. Doch der Spielleiter weint es sehr, hat jetzt keine Drachmen mehr. Gronk tanzt am Fleck. Tanzt am Fleck. Gronk tanzt am Fleck, fällt in den Dreck, ist die Nase weg. Da kommt Rickelvanian an, klebt die Nase mit Spucke an. Gronkilein freut sich sehr, hat nun ne Nase mehr. Aber Rick, der zaubert sehr, bald gibt's dazu im Kino mehr. Wünscht euch Glück, sagt sein Blick und kommt euch bald zu Strick. Ey, kommt doch bald. Ich hab mich versucht. Ja, kommt, kauft euch bald zu. Kommt bald zurück. Die Brücke wird von einer uralten Falle beschützt. Wir dürfen den Mechanismus nicht auslösen. Eventuell habe ich den Mechanismus ausgelöst. Tut mir leid.